Ahoi, liebe Zockerfreunde, und herzlich willkommen zurück zu Factorio. Ja, ich habe hier schon mal die Gleise ein bisschen weitergezogen und schon mal hier unten die Erzförderer aufgestellt. Denn wir brauchen ja auch noch Steine oben in der Basis. Das machen wir heute. So, das hier soll so ein kleiner Zweierstecker werden. Gerade mal gucken, ob hier unsere Loks auch hinpassen. Wahrscheinlich nicht, gehe ich mal von aus. 2, 3, 4. Das ist gut genug, würde ich sagen. Das passt. Okay. Das heißt, hier können wir die Schienen dann jetzt so weiterziehen. Oh, was haben wir hier für ein Problem? Was steht da im Weg? Ihr hier oder was? Ach, hier ist noch so ein Wassertümpel. Ach, okay. Machen wir das doch mit einer Landaufschüttung zu. Kleiner Loch hier. So. Okay. Okay. Stellen wir das hier wieder auf. So. Und dann packen wir hier so einen Bahnhof hin. Wobei, das soll ja wieder eine B-Ladestation werden. Das heißt, ich gehe mir per Blueprint oben so ein Ding klauen. Brauche ich nicht wieder die Bänder neu zu setzen. Und zwar das hier. Das packen wir jetzt so ran. Und das richtig rum so? Ja. Okay. Das hier weg. Das hier noch verbinden. Und das kommt hier rein. Okay. Gut. So, haben wir hier unten schon Roboter? Hier noch nicht. So. So. Und so. Gut, dann könnt ihr anfangen, das da zu bauen.
glaube, Zugstation habe ich noch nicht in der automatischen Produktion. Darf ich das nicht setzen hier? Ach so, weil die Schienen noch nicht liegen. Okay. Gut. So, dann müssen wir das noch verbinden hier. Und ich habe keine Bänder mehr, oder? Nix. Passt nicht. Oh, Entschuldigung. Etwas erkältet zurzeit. Wow. Gut. Dann den hier rauf. Den hier. Packen wir da hinten drauf. So, den hier. Was ist noch hin hier? Wenn ich den verschiebe, ja. So. Gut. Strom braucht das Ganze noch. Stromverbindung. Und was wir noch brauchen, ist dann wieder ein Gleis zurück in unsere Schiene oben. Heißt, hier müssen wir dann einmal hoch. Also zurück. Das mal kurz weg. Okay. Steht der genau im Weg?
So. Der hier ist nach unten. Und im Moment bin ich ja falsch. Ich darf ja nicht mitten im Stacker landen. Dann gehen wir einfach hier weiter. Verschieben. Kann ich. Maschinen sind auch alle. Hier nach oben. Zack. Und nicht. So. Gut. Hier werden wir noch einige Signale brauchen. Warten wir erstmal kurz, bis die Schienen alle gelegt sind. Das Ganze hier online geht. Hier bei diesem Stacker brauchen wir erstmal noch Signale. Heißt, wir brauchen. Hier haben wir ein normales Signal, okay. Heißt, hier brauchen wir ein Kettensignal. Brauchen wir ein Kettensignal und dann na, hier unten noch mal zwei. Einmal hier, einmal hier. Und zwei von denen. Gut. Dann hier hinten haben wir was? Ein normales Signal, aber da wir hier nur eine Ausfahrt haben, können wir hier das hier machen. So, dann folgen wir einfach mal dem Gleis hier. Dann gilt hier dasselbe wie sonst auch. Bei der Einfahrt ein Kettensignal und an den Ausfahrten ein normales Signal. Und hier. Und einmal da. Dasselbe. Geht einfach hier ab. Und hier wieder rein. Das sollte passen, oder? Ich werde das hier ein bisschen nach oben versetzen, damit man sieht hinter der Mauer. So.
Hier, das muss ich wahrscheinlich noch verriegeln. Also quasi. Mal hier. Und einmal da. Na, das sieht gut aus. Und jetzt hier nochmal. Chain-Signal. Und der kann nur geradeaus nach oben fahren von hier aus. Das heißt. Ah ne, das haben wir ja schon. Das steht schon. Okay. Ne, gut, passt. Das sollte so passen. Das heißt, wir können jetzt mal unseren Zug hier theoretisch starten. Kommen denn hier schon Sachen an? Der Splitter fehlt noch hier. Na komm, dann setze ich den gerade manuell. Wenn ich sie finde. Da. Gut. Dann sollten die Kisten schon mal befüllen. Oder auch nicht, weil da noch gar keine Kisten stehen. Haha. Okay. Brauche ich Stahlträger für. Gut, dann muss ich mal nach oben. Haben wir die schon richtig benannt hier? Train Station Stone, ja. Gut. Dann. Man sieht jetzt hier die Züge, die fahren schon relativ selten jetzt nur noch los. Weil halt hier es dauert, bis die entladen sind. Hier stehen auch schon zwei im Stacker drin, die warten, dass sie endlich abladen dürfen. Sehr schön. So, in unserem Steinzug hier werden wir natürlich noch. Beziehungsweise ich baue ihn erstmal ab, denn wir müssen in die andere Richtung jetzt. Wir müssen hier runter. Das heißt, können wir hier nochmal aufstellen. Eins, zwei, drei, vier. Und ich glaube, da reicht wirklich einer für Steine. Stecken wir den da rein. Und dann sagen wir, erstmal steigen wir ein, damit er nicht ohne uns losfährt. Outpost Stone South. Inventar voll oder Zeit vergangen. 60 Sekunden. Von da aus dann Main Station Stone. Mental leer. Gut. Stellen wir den noch automatisch. Dann kriegt er noch eine vernünftige Farbe, die nach Steinen aussieht. Vielleicht irgendwie so dunkelgrau oder so. Gut. Okay, aussteigen einmal. Mir die Kisten noch hin. Super. So, dann hätten wir Steine auch erledigt. Damit wäre das Zugsystem hier erstmal, der erste Ausbau erstmal komplett. Zumindest mal was den Außenposten hier angeht oder diese Außenposten hier. So weit, so gut. Dann, wenn ich schon gerade hier unten bin, fällt mir gerade auf.
Dann sollte ich vielleicht auch gerade noch. Ist doch noch irgendwo welche, oder? Radarstation. Station. Nee. Den hier kann ich mal wieder in meine Rüstung packen. Da Stationen. Ach, da sind noch welche. Wusste es doch. Bauen wir mal hier noch eine hin. Und habe ich noch Mauern? Nicht mehr viele. Ist egal, hoffen wir mal, dass das hält hier. So, mein Zug ist jetzt leider ohne mich losgefahren. Aber gut, dann hätten wir erstmal die Rohstoffversorgung gesichert für eine ganze Zeit lang, denke ich. Denn das sind alles ziemlich große Felder hier, Eisen und Kupfer. Steine nicht so, aber brauchen wir auch nicht so wahnsinnig viele von. Das sieht gut aus. Gucken wir uns das oben noch einmal in Action an. Steht hier gerade ein Zug? Ne, leider nicht. Hallo, kann mich mal irgendjemand mitnehmen? Möchte bitte mitfahren irgendwo. Ist auch keiner. Verdammt. Jetzt wirklich laufen hier. Schlimm sowas. Auch kein Zug gerade. Gut, die stehen jetzt wahrscheinlich alle oben im Sticker drin, weil gar nicht so schnell abgeladen werden kann. Also die sind ja alle noch nicht aktiv hier, die Reihen. Deswegen verbrauchen die auch noch nicht so viel an Rohstoffen. Und deswegen dauert es auch relativ lang, bis die Züge halt komplett entladen sind. Hier stehen sie alle und warten auf das Entladen werden. Unser Steinzug ist angekommen. Sehr schön. Der braucht noch Kohleversorgung. Er ist angekommen, aber es passiert nichts mit ihm. Warum? Warum nicht? Ach so, weil die Filter einfach noch nicht eingestellt sind hier. Aha. Ich krieg Gleise gebracht, sehr schön. Stehen auch noch nicht alle Kisten, sehe ich gerade. Oder? Ja, da oben fehlen noch ein paar. Ja, Zug ist leer. Hier ist auch noch nicht richtig angebunden, das machen wir auch gleich noch. Hier noch. Da noch. Da noch. Da noch. Okay. So, dann stöpseln wir das hier noch richtig an. Das machen wir einmal so und einmal so. So und einmal so.
Also eher hier. Dann einmal hier rein. Und einmal da rein. Und das einmal hier rein. Einmal da rein. Gut. Hätten wir das auch. Kann sich hier das Band mit Steinen jetzt füllen. Ja, und dann haben wir alle Bänder von unserem Bus hier ausgefüllt, würde ich sagen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Hier haben wir noch drei Bänder. Gucken wir mal, was wir mit denen noch machen. Ob wir die noch brauchen werden. Aber soweit, so gut erstmal, würde ich sagen. Das heißt, jetzt haben wir eine Basis, die mit 1 Science pro Sekunde bis zur blauen Wissenschaft läuft und voll versorgt ist, was die Rohstoffe angeht. Soweit, so gut. Das heißt, beim nächsten Mal können wir jetzt daran gehen, die übrigen Science-Pakete noch anzugehen. Und natürlich werden wir vorher noch so Sachen machen wie Schienen bauen. Schienen automatisiert bauen, Öfen automatisiert bauen. Alles, wofür wir Steine brauchten bisher. Jo, dann denke ich mal, kann das ganz gut weitergehen hier. Okay, da ist immer noch nicht viel. Die sind alle noch am... werden alle noch verlegt irgendwo. 47. Ja. Hier nehmen eben noch 42 normale Öfen. 20. ...42. Packen wir eben die gleich noch in eine Kiste rein. Dass ich das hier noch fertig kriege. Ja, reicht nicht ganz. Okay. Na gut, es ist ja in der Abdeckung. Irgendwann wird es fertig gebaut. So, Lagerkiste. Wo haben wir eine? Wo haben wir eine? Da haben wir eine, oder? Ist das eine Lagerkiste? Ja. Da die Öfen noch rein, die ihr noch braucht. Was noch? Gut, Beton. Weiß ich jetzt gar nicht, wo er meint, das noch zu brauchen. Ich glaube, das habe ich doch überall entfernt, oder? War denn nicht so ganz sicher. Keine Ahnung, aber Beton können wir auch automatisiert bauen lassen. In Zukunft. Dafür haben wir jetzt alles. Oh, was ist denn hier los? Hier ist irgendwas schief gelaufen. Wieso vermischt sich hier Plastik und Kohle? Ugh. Oh, shit. Da ist irgendwas schief gegangen. Das war so nicht gedacht. Wo geht dieses Plastik hier hin? Ne, das ist doch Stahl, oder? Ja. Stahl ist das. Ah, okay. Das war so nicht gedacht. Und dann so. Lass mal das kurz aufräumen hier. Kohle hier rausfischen. Jetzt haben wir jede Menge Stahl im Inventar. Gut. Naja, gut, aber ich denke mal, das passt jetzt so. Oh, da oben ist noch ein bisschen. Müssen wir es übersehen. Gut. Alles klar. Ja, das soll es gewesen sein für die Episode. Das Außenposten, unsere Ressourcengewinnung. Station hier ist fertig. Und ich sage erstmal danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal. Euer Kunde Trick.